So, Schwefel macht Holz auf 1. Okay. Puscheldrache kann gut gießen. Edris kann Eier legen, ist ein Workaholic, eigentlich gut. Aber nicht in diesem Lager. Lady Astraja kann auf ihrem Rücken Beeren wachsen lassen. Das würde ich gerne probieren im Vorratslager. Chile, naja. Ich würde die Lager gerne ein bisschen durchoptimieren. Und mindestens Level 2 Leute nehmen. Ja, vielleicht müssen wir irgendwo die Tür rausnehmen. Ich weiß noch nicht genau wo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ob sie denn da reingeht. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie wirklich zu groß. Vielleicht brauchen die Zweierkabinen nach oben, aber ich find's schöner, wenn die da reinpassen würden. So. 1, 2, 3, 4. Nee, ist richtig. Wen lassen wir denn noch arbeiten? Ja, ich hol den Pool erstmal rüber, wa? Ich glaube, ich hol den Pool mal rüber. Achso. Ich wollte mich gerade am Obstkorb porten. Ich hol den Pool rüber. Team Eos hat da nichts zu tun. Glaube ich. Also, ja doch, die könnten vielleicht noch Steine kloppen, was gut ist. Ja, ich glaube, Team Eos hole ich rüber. Weil hier machen die eh nur Unsinn. Wie man sieht. Bergauf geht, ne? Das ist voll doof. 100 Holz, 100 Stein, 300 Gewicht. Ich pack mal die 100 Volt, Holz, Volts. Die 100 Volts gerade kurz dahin. Die 100 Stein packe ich kurz in die Liste. Habe ich gesagt Liste? In die Kiste. So. Achso, ja, die 100 Stein meine ich. So. Die holen wir uns aber gleich. Die müssen wir auch rüberschleppen. Ja, ich weiß, wir haben leider noch die Munition und so alles auf Tash. Problem ist halt, wir haben kein eigenes richtiges Haus, ne? Das ist halt doof. Und wir werden auch keins kriegen. Leider. So, warte. Ich nehme erstmal 100 Steine mit rüber. So. Junge. Ich freue mich schon drauf, bei Enshrouded wieder zu bauen. Ja, endlich wieder was bauen. Das wird super. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, alles rüber, alles rüber. So, halt, nein. So viel Ordnung muss sein, das kommt darüber. So, und jetzt bauen wir hier drüben. Ich baue die Entspannungspools hier hin. Ich baue die hier hin. Die guten, luxuriösen. Die kriegen sogar 2, weil die sollen hier auch arbeiten. Es tut mir in der Seele weh, dass sie hier die guten Pools kriegen. Ob das nicht überlappt? Ich hoffe, das passt. Ah, warte. Ich glaube, der zweite Pool wird da nicht hinpassen, ne? Oh nein, nicht schon wieder. Die sind halt wirklich zu groß. Ah, shit, okay. Moment. Ich hätte zu der Kiste porten sollen. Ach.
Ich schmeiß da einfach rein. Okay. Ich will das unbedingt mit dem Winkel haben, dass die Katze so halt, dass der Fisch da oben so reinguckt. Ach, warte mal, die Treppe muss ja nach vorne eigentlich, ne? Sonst kommen die vielleicht gar nicht rein. Ich glaube, die Treppe muss immer nach vorn. Ich weiß nicht genau, ob die sonst überhaupt nicht reinkommen. Das müsste gehen, dann passt auch noch ein zweiter dahin. Naja, das wird eh zugemacht. Das wird eh zugemacht. 4 Minuten, cool. So. Ich würde gerne wissen, was mit ihr war. Wo, hä, wo ist sie denn hin? Okay, dauert immer noch ein bisschen. Okay. Dann, Bub. Boah, will die alle erstmal fressen gehen? Wenn die doch nicht, gut. So. Let's go. Guck mal, jetzt ist doch gleich geschafft. Dann haben wir schon die erste Entspannungsoase von zweien. Und dann brauchen wir doch eine Menge ohne Fans-Mädels hier. Ich hoffe, das klappt. Klage könnte von Nintendo kommen. Wieso? Haben die irgendein Spiel mit ohne Fans geplant oder? Weiß ich, was du meinst. So. So, fertig. Dankeschön. Und ihr könnt wieder gehen. Oder was? Ach, die ballern jetzt einfach Holz rüber, ne? Oh, wir haben das ganze Holz rüber geballert. Cool. Und die Steine gehen auch direkt in die Kiste. Tja, ich meine, locker. Bleib mal ruhig hier. Okay. Ach, krass. Guck mal. Ach, schön. Und freut sich. Okay, okay, okay. Nice. Super nice. Alles klar. Gut. Ich glaube, langsam läuft's hier. Ich glaube, die... Oh, die Palmen sind höher als... Vielleicht müssen wir noch eine Wand drauf machen. Wir gucken mal. So. Prost. Eventuell machen wir die Nischen dann auf. Ich finde das mit den Türen besser. Sieht nach Knast aus, aber wenn wir die alle aufmachen müssen, okay, dann machen wir die alle auf. Ich hoffe nur, wir müssen nicht. So. Ich zieh kurz rüber. Oh, warte mal, das muss ich mal kurz gucken. Ist das wahr? Ist das wahr? Wo ist denn der? Den habe ich ja völlig vergessen. Wir könnten hier noch eine reinballern zum, aber, nee, wir bräuchten eine Weide dafür, okay. Dinosom. Nee. Hier sind so viele, ne? Und ich will die nicht sortieren, weil unsere Sortierung verloren geht. Der Gorirat? Oh! Holz 2 tragen 3. Okay. Have fun. So, die kommen hier eher alle raus. Die sind nur gerade übergangsweise drin. Die fressen halt unendlich viel, ne? Die fressen so unendlich viel. Heilige Scheiße. Die könnten beide Feuer machen. Wo ist denn der, den ich suche, den ich gerade nicht finde? Wo ist denn der?
Oh Gott, hier sind so viele. Verliert ihr denn nicht manchmal die Übersicht bei denen? Ja, den ich suche, finde ich gerade nicht. Was hat denn der Wernwurm eigentlich? Tragen 3, aber den brauche ich halt für unterwegs. Wenn wir mehrere von denen hätten, dann, Chile, ja, der macht auch nichts. Ich habe den noch in keinem Lager eingesetzt. Ich suche gerade den Dino. Den habe ich doch nirgends eingesetzt, oder? Habe ich ihn verkauft? Nee, hätte ich nie verkauft. Oh, Zombie ist noch da. Zombie kann super tragen. Erste Seite links von Pyrin. Ja, aber, warte mal. Ah! Hat Elektro 2. Nicht 3. Der hat Elektro 2 auch nur. Okay, ja, das, ja, leider. Aber der kann noch Holz machen. Was kann denn unserer hier? Tragen 3. Naja, naja, naja. Okay, das wird doch nichts. Okay, schade. Der hat Handwerk 2, Tragen 3, kann Holz, bla. Den könnte ich auch nochmal hier rein. Bup, bup. So, 2 davon weg. So. Ich meine, Holz brauchen wir wirklich nicht unbedingt. Depresso transportiert, man sieht's. Transportiert er überhaupt? Sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Okay. Gut. Was ist denn mit unserer... Was ist denn mit unserer Hafenschönheit? Können wir die schon wieder rausnehmen? Yo. Der ist wieder gut. Hatte die Hunger? Aber... Die hatte Hunger. Aber wir haben noch den Fresskorb. Okay, sehr gut, dass wir Steine sammeln. Finde ich toll. Die Depressos sind richtig motiviert einfach. Die Depressos legen einfach los. Wow. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Muss wahrscheinlich F drücken. Ich möchte fast einen Fresskorb auch noch hier vorne reinmachen. Hier einen Fresskorb und da vorne einen Fresskorb, dass sie nicht so weit laufen müssen immer. Dann können die kurz hier rüber, kurz darüber und dann da vorne da und da. Ist irgendwie besser. Alter, die sowieso wie so ein Berserker einfach. Aber die frisst doch halt, ne? Transportiert. Irgendwie ist hier der Wurm drin. Nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Nein. Aber was transportiert sie denn jetzt bitte? Will sie vielleicht irgendwas von außerhalb transportieren und kriegt sich geschissen, den Weg zu berechnen? Kann das sein? Ja. So läuft das hier jetzt. Los, ab. Kühlung. Eignet sich nicht für die Aufgabe Kühlung. Ist, glaube ich, auch noch fehlerhaft, ne? Ist, glaube ich, auch noch ein Bug.
Okay. Die ist broken einfach. Die ist aber komplett broke. Rettung läuft? Hä? Aber... Dann steht's da auf und geht wieder weg. Gut, kommt nicht raus, aber... Gut, aber wir können es austesten immerhin. Okay. Okay. Gut. Ist mir ein bisschen ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die ist einfach Arbeit nicht gewohnt. So. Schräge oder Rampe einbauen? Du meinst auf dem geraden Boden? Soll ich eine Rampe einbauen? Was? Auf dem geraden Boden von hier bis da soll ich eine Rampe einbauen? Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Nee, ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, aber wir müssen es herausfinden. Wir werden es herausfinden müssen. Okay. Wir bräuchten hier noch... Ja, wir bräuchten Kisten auch noch, ne? So, jetzt geht's wieder. Sie frisst und dann gucken wir gleich mal. Ja. Oh, wie lange haben wir dort gemacht? Ja, bis vor einer Stunde. So, Steine kriegen wir wieder ran. Also ich könnte theoretisch, glaube ich, jetzt auch langsam... Oh, ist so ärgerlich. Ich wollte das heute eigentlich alles fertig kriegen. Aber wir haben zu wenig Steine. Ja, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich dachte schon. Ich würde mal kurz zumachen. Warte mal. Ja. Das ist einfach Traum. Das wird einfach traumhaft. Ich sag's, wie es ist. Es ist wunderschön hier. Können wir hier eigentlich zumachen wegen der Quelle? Ah. Können wir. Gut. So. Warte. Ich hoffe, das reicht. Doch, reicht dafür noch. Sehr gut. Oh, das wird sehr schön hier. Oh, ist das... das wird richtig schön hier alles. Oh, ich möchte hier wohnen. Ist das aber ein Traum. Göbel. Warte. Nein, Metallbarren fehlen noch. Boah, Toilette bauen. Boah, das wird sehr cool alles. Was mit dir? Willst du nicht, vielleicht... Hier? Ich teste mal was. Warte kurz. Anheben. So. Ob das geht? Ich bin zu stark. Ich bin einfach zu stark. Das ist leider ein Problem. Das wird oft unterschätzt, aber... Oh. Guten Tag, Entschuldigung. Mach ruhig Päuschen. Können die da nicht rein, weil die Decke zu niedrig ist eventuell? Ist das eine Möglichkeit? Ich muss mal gucken, ob die hier reinkommen. Ob hier generell irgendjemand reingeht. Müssen wir beobachten.
So, der Vogel schläft sowieso immer, die Vögel schlafen irgendwie nie da drauf. Okay, er kommt da rein, sehr gut, das funktioniert. Das sieht sehr gemütlich aus, alles. Das sieht alles sehr gemütlich. Oh, ist das schön. Das ist aber sehr schön. Ich wünschte, der Vogel würde noch da oben schlafen, irgendwie auf einer Stange oder so. Der Vogel hat bei mir noch nie im Bett geschlafen. So, mal gucken, ob sie ins Bett kommt. Ich schau mal. Ach, sie schläft, glaube ich, gar nicht, ne? Sie ist eine Kreatur der Nacht, oder? Ich verstehe manchmal nicht genau, transportiert. Läuft die einfach rum und wartet auf einen Stein, oder was? Die wartet auf einen Stein? Ja, die nimmt einen Stein und packt ihn in die Kiste. Die wartet einfach immer auf einen Stein und packt ihn in die Kiste. Ich weiß nicht genau. Jetzt macht sie mit. Okay. Gut, das wollte ich nur sehen. So, ich mache nochmal schnell hier das hier noch zu Ende. So. Sonst kann ich nicht. So. Okay. Hungrig. Wir müssen wirklich zwei Fresskörbe machen. Einen dahin. Sonst reicht das nicht. So. Denkst du, dass die Entwickler sich besser um das Spiel kümmern werden als um die vorherigen? Aber Craftopia hatte 1000 Updates. Wie viel besser hätte man sich noch kümmern können? Hä? Verstehe ich nicht. Oder waren da welche, von denen ich nichts weiß? Also Craftopia hatte immer Updates. Wurde erst im Dezember geupdatet? Ja, siehste. Entschuldigung. So. Nee. Marmorrest. Immer überall, wo ich hingehe. Ich habe überall Marmorrest. Okay, gut. Ich glaube, die Depressos porten. Ich weiß, ob das gewollt ist oder nicht, aber die porten halt öfter mal. So. Was können wir noch machen? Wir wollten noch 100 Barren holen. Stimmt ja. Das letzte Fließband machen. Und dann müssen wir gucken, wem wir Handwerk geben. Was machst du da oben bei mir zu Hause? Eos, Andy, warst du wieder bei mir zu Hause? Heimlich. Das Problem mit den Barren... Okay, 72 geht. Wo sind die Barren alle hin? Habe ich die schon verbraucht? So. Yippie. So, warte, noch einmal rüber. Oh, ich wollte das heute fertig. Ich wollte eigentlich viel mehr schaffen heute. Verdammt, da muss ich morgen viel mehr schaffen. Das letzte Fließ. Wir haben nicht genug Barren, ne? Wir haben nicht genug Barren. Ja, ich meine, wir haben schon ein paar Erze, haben wir schon. Okay, was ist auf folgender Plan? Quatsch. Ich muss ganz kurz hier nach oben. So. Le, 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 le. Gut, hier ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, wie es aussieht. Ich sammle mal kurz ein. So. Wupp. 2400. Naja, es wird schon mehr. Es wird schon mehr. Ich beschwere mich jetzt nicht.
So. Und ich würde sagen, wir machen mal... Wie viel machen wir denn mal? Wie können wir denn? Nein. Ja, nein. Ich mach mal 100 Barren, wa? Ich mach mal 150 Barren. Ich mach mal 200 Barren. So. Wo ist denn Schwefel? Ah, nee, Asche ist das hier, ne? Wo ist denn Asche? Asche? Die Presse kommt seiner Arbeit nicht nach. Frech. Wo ist denn Asche? Ach, die habe ich hier rausgenommen. Weil sie wurde nicht gebraucht. Ich habe keine Barren mehr hergestellt. Asche, viel Spaß. Stimmt ja. Ja, okay. 800 noch. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Ich brauche eine gute Balance. Ich brauche gute Balance. Wir haben jetzt hier die Beerenfelder, um die sich keiner mehr kümmert, ne? Die werden nicht mehr abgeerntet, weil wir haben hier halt niemanden. Ernte. Genau. Hier sind noch 1700 Beeren. Nee, warte. Ich mach, so. 800. Die könnten wir theoretisch... Haben wir noch das Küchending? Habe ich das noch gebaut? Das ist noch da. Die habe ich ja ganz vergessen. Okay. Kann ich das mitnehmen? Ja, Gott sei Dank. Ich pack's nach draußen. Warte. Das Küchending packe ich mal nach draußen, weil es besser zu erreichen ist für Pelz. Und dann werde ich nochmal ganz kurz eben ausnahmsweise, solange wir noch nicht das andere Ding haben. Einmal helfen bitte, Dankeschön. Moment, Musik fehlt. Warte. So. Hervorragend. Danke fürs F-Drücken, Leute. Vielen Dank. Dankeschön. Gemeinsam geht's viel schneller. Sehr, sehr gut. So, Rezept wählen. Und jetzt mache ich hier... Max. 2000? Wo sind die anderen alle? Oh, sind das auch die da? Dann mache ich erstmal so. Das geht von alleine? Feuererzeugung. Okay, dann hole ich mal kurz Schwefel. Ach, Schwefel ist drüben, ne? Ich glaube, Schwefel ist drüben. Aber wir haben noch andere Feuerpads. Hier, Stufe 2, let's go. Gucken wir nochmal. Na du? Erzeugt Feuer. Komm mal mit. Fängt er gut an. Einmal mit in die Suppe. Okay, warte. Einmal von hier aus in die Suppe. Zuwasung zu Kochtopf voll. Ja, oh Junge, ja, genau so. Ja, wunderbar. Mm. Ein Träumchen, so wird's gemacht. Wow, was für geile Nikes auch da unten. Ob man da manchmal drüber stolpert oder selber drauf tritt einfach. Könnte ich mir vorstellen. So. Müssen wir erst alles hier abbauen? Oh geil, Marmeladenbrote. Die verderben erst in einer Stunde. Geiler Tipp. Schmeiß ich die hier rein. Da kommen gleich neu. 2026. War vielleicht ein bisschen viel, ich weiß nicht genau. Ich kann die Base bald abbauen. Übungsdummy kommt weg. Na du? Zerkleinerer kommt weg. Oder? Ja, der kommt weg. Zerkleinerer kommt drüben hin.
Ich baue jetzt hier konsequent nach und nach alles weg. Und dann kommt alles zum Arbeiten hier rüber. Und ich muss dann bald die Base ab. Oh, ist das schön, wenn die Sonne. Guck mal, wenn die Sonne nicht mehr reinscheint hier. Das wird richtig schön. Oh, die Sonne. Sonnenbrand. Krebserregend. Will man denn nicht. Deswegen werden wir für unsere lieben Kleinen, ja, werden wir hier ein schönes Sonnendach drüber machen. Ja. So lieb sind wir. Und wir wollten noch da das dritte Ding reinbauen, ne? Es gibt bestimmt noch andere Fließbänder, oder? Müssen wir mal gucken. Den Zerkleinerer. Ich stelle mal hier einfach hin. Wo war denn der? Produktion? Achso. Zerkleinerer. Die müssen, glaube ich, von hinten ran, ne? Also wir müssen den quasi so aufstellen, damit die Pelzer daran arbeiten können. Ich teste mal. Mal gucken, wenn ich hier einfach so mache, mal gucken, ob die damit arbeiten können. Danke, Leute. So. Dass man hier keine Kaffeemaschine bauen kann, ist frech. So. Dödem. Wumm. Danke, Leute. Hervorragend. Der Kleinere ist auch da. Macht die Wohnräume auch schick. Sieht ein bisschen aus wie so ein Torture-Device. Und passt jetzt auch gut, dass da was ist und da aber nicht. Okay. Wir brauchen noch drei Feuerdrüsen. Mühle kommt hier nicht hin. Hochwertige Werkbank haben wir. Eine Pharmazie-Werkbank. Kommt hier hin. Und eine Perl... Ach ja, die kommen nicht mehr hier hin, ne? Wo kommen die stattdessen hin? Da oben wollte ich hinbauen, ne? Okay, warte. Ich mach mal kurz ich mach das jetzt doch so. So, warte. Überlappen. Warte. Ist leider ein bisschen schäbig gemacht, aber naja. Wer schön bauen will, muss leiden. Ich mache eine Treppe, keine Dachschräge. Bewusst. So, warte. Anschließend, mach ich mal kurz hier eine Steinwand. So. Da. Halt. Und das Schöne ist, hier passt noch ein Bett rein. Da passt dann auch noch ein Bett rein. Ah, warte, die Treppe muss wieder weg, ne? Warte. Ah, ist ein bisschen blöd. Also Treppen immer zuletzt bauen. Erst alles andere und dann Treppen. Das ist noch ein bisschen buggy. Da müssen wir nochmal rübergehen. Nein. So, guck mal. Hier ein Bett, da ein Bett. Ist das nicht schön? Ein Träumchen. Und wir können hier hoch. Und können hier noch Werkbänke bauen. Ich wollte hier, die kommt die große hin. Warte. Produktion. Mist. Dann die Pharmazie. Mist, da müssen die Pals auch hin zur Pharmazie-Werkbank, ne? Mal gucken, wie die hierher kommen. Jo, geht! Geht gut. Geil. Danke, Leute. Ihr seid die Besten. Eventuell müssen wir die Decke noch einen höher machen irgendwann. Alleine deswegen und vielleicht auch, damit die weiter hochkommen. Wir müssen die vielleicht auch noch einen höher machen. Wir gucken mal. Aber nicht jetzt. Weil da müssen wir noch einmal ringsrum bauen. Pipapo. Also, puh.
Dann baue ich die kurz ab. Ich hoffe, mein Gewicht, mein Körpergewicht erlaubt es. Sieht gut aus. Dann baue ich die andere Werkbank da in die Mitte. Und dann kommt hier die hochwertige Werkbank hin. So. So. Hervorragend. Geil. Und es funktioniert wunderbar. Geil, ihr seid die besten Leute. Viel Spaß im Knast. In der Ferienfreizeit. Super. Die Werkbank haben wir auch. Dann Waffenwerkbank brauchen wir nicht. Das machen wir einfach da drüben mit dem Ding. Wir brauchen noch das Fließbandwerk. 100 Metallbarren, 30 Metallbarren brauchen wir noch. Depresso! Arbeite! Der ist immer so gut drauf, der Depresso. Okay. Ferienfreizeit für immer. Das ist ein schöner Camp, schöner Campname. So. Kannst du mal auf der Map zeigen, wo die Base steht? Hier. Also hier. Das ist, ganz kurz, warte. Hier ist das Newbie-Gebiet, hier ist Italien und, dann hier rüber. Warte, warte. Das ist, inmitten einer Felsschlucht quasi. So. Prost. Die Mine ist... Hier ist das Anfangsgebiet. Die Mine ist... oh Gott, wo ist die Mine? Hier. So, hier ist das Anfangsgebiet. Hier ist die Mine. Da so. Dieser... Ne, hier ist so ein kleiner See, bla bla bla, rechts oben darüber. Direkt in so einer Hängebrücke. Ach, unten links sind die Koordinaten. Ja, easy. Noch einfacher. Cool. So. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Ich freue mich sehr. Langsam sieht sie aus wie in so einem WoW-Castle, wenn ich weiter so mache. Was macht sie jetzt? Ein Perl ist krank, aber warum? Depresso auch. Die gehen nicht in das Ding hier rein, ne? Wir müssen es testen. Gerade sind beide drauf zugegangen, jetzt geht keiner rein. Ich... Warum geht ihr nicht rein? Hä? Der ist in der Wand. Meine Liebe? Ach, die geht rauchen. Die geht rauchen. Depressos durch die Wand geglitscht. Okay, warte. Er ist ein ganz besonderer Bub. Gib mal her. Nein, gib mir das. Sag mal. Kann das sein? Kann das sein, dass immer mehr wird? Macht er woanders weiter oder was? Hä? Was sind denn mit. Hä? Jetzt machen beide woanders weiter.
Warte. Okay, ich guck gleich mal. Okay, ich glaube, wir können jetzt alles entziehen irgendwie. Ich weiß nicht genau, was. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. 422 Holz. Geil. Super. Mach's mal bitte mit Steinen. Oh, 67, okay. Und jetzt geht's ihm besser auf einmal? Vielleicht können wir hier noch was machen. Ich guck mal später. Ob wir noch was reinbauen können oder so. So. Oh, das Lied, ne? Voll geil. Sag mal! Warum scheißen die überall Holz hin? So. Wir brauchen Barren. Ich gehe mal ganz kurz Barren holen für das nächste Fließband. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade nicht so effektiv, weil ich aber auch ein bisschen verunsichert bin, was jetzt da hinkommt, was drüben hinkommt. Und ich habe Angst bei meiner Hauptbase. Oh boy. Bei meiner Hauptbase, das Perldex zu entfernen. Da habe ich ein bisschen Bammel vor. Oh shit. Okay, warte. So, So, müsste genau passen. Weiter geht's. Hier. Warte. Aber wenn wir fertig sind, dann, wenn wir fertig sind und nicht alles festbackt irgendwie. Sag mal. Das ist aus dem Massagestab. Was macht der Mann da? Komm doch runter, du Schwein! Das ist einfach. Die sind alle pervers. Was soll ich sagen? Ah. Oh ja, stimmt. Ist der Wald falsch rum, weil die auf der linken Seite sind? Kann das sein? Die arbeiten immer auf Seite der Kiste. Obwohl, der arbeitet gerade. Scheinbar ist es einfach völlig egal. Aber ja, wir müssen das auf jeden Fall auf die andere Seite packen. Ich glaube, es muss andersrum. Damit die da nicht durchglitschen, wäre, glaube ich, ganz gut. Ich wollte das Förderband bauen. Das letzte. Und ich würde gerne wissen, warum die nicht. Ich würde gerne wissen, warum die nicht ins Bad gehen. Das fuchst mich ein bisschen. So, das müsste das richtig. Das müsste so rum sein, ne? Auch wieder. Ja. Okay. Depresso faulenzt. Die Drecksau. So, es müsste eigentlich alles. Müsste richtig stehen, okay. Hey Leute, danke. So. Prima. Also wir könnten theoretisch schon Sachen herstellen hier, ne? Ich guck mal, benötigt Handwerk. Was können wir, was wollen wir denn herstellen überhaupt? Stoff. Dafür brauchen wir Wolle. Wir haben noch keine Items hier, aber ist komisch, dass das hier am Fließbandwerk ist und nicht nur am Waffenwerk-Ding jetzt da. Das ist ein bisschen komisch, dass es nicht separiert wird. Okay, Munition können wir hier machen. Ich guck mal hier. Sphären können wir theoretisch. Weißt du was? Oh, wir haben. Palladium haben wir hier keins. Okay. Hey, arbeiten am Fließband. Was gibt's Schöneres? Kinder, was für eine Abwechslung hier im Spaßparadies.
Hallo? Kinder, kommt spielen! Oh, hey, guck mal! Vielleicht muss man wirklich das Dach einen höher setzen, weil die Oase da nicht reinpasst sonst, eventuell. Der fällt gerade... Okay. Wild. Gönnt sich ein Päuschen. Ja, ich guck mal, ob das funktioniert. So, ich würde gerne noch einen zweiten Naschikorb hier hinbauen. Damit die kürzere Wege haben. Dann brauchen wir auch nicht so mega viel von allem. So, der wird später gefüllt, ne? Dann können die hier essen, dann gleich wieder an die Arbeit und da drüben auch essen und an die Arbeit. Da müssen die keine 10.000 Kilometer laufen dafür. Ich glaube, das ist ganz gut. Milchbaum tut sich schwer mit seiner Arbeit. Ich guck mal bei ihm vorbei. Der Milchbaum ist immer... Da muss ich mal gucken. Vielleicht braucht der Milchbaum einfach mal ein bisschen Motivation. Oh, Motivation. Ich guck mal, was mit diesem Milchbaum wieder ist. Milchi, was los? Nicht. Erstaunlich. Schbaum. Schbaum, wo bist du denn? Das ist der Spitzname übrigens. Ja, das ist wie so ein Kosename. Schbaum. Schbaum? Ausgehungert und schwer verletzt? Ich... Wo ist denn? Okay. Ich hole mal Schbaum wieder rein. Warte. Schbaum. Mach noch nicht diesen. Jetzt aber schnell schlafen oder fressen. Beides. Gute Nacht, Schbaum. Ist bestimmt wieder ausgebüxt. Frech einfach. So, Honig und Eier. Das hier kommt weg. Dann hole ich mal ganz kurz eben die, nehme ich schon mal mit und bringe die schon mal rüber in das andere Ding. Schbaum. So. So, pop. Einmal hier rüber. Hervorragend. Okay, die Oase wird jetzt angenommen. Sehr gut. Dann brauchen wir nur noch eine zweite. Obstkorb wird auch angenommen. Hier kommt hin. Da brauchen wir noch ein zweites Ding. Boah. Wenn du einen Sohn hättest, dürfte er wirklich einen Tag krank machen für Palworld. Nur wollen wir zusammenspielen. So, warte. Hat jemand schon was gemacht eigentlich? Niemand. Hat niemand was gemacht. Okay. Ich glaube, Depresso hole ich heraus. Depresso ist also gut wie gar nicht motiviert. Wir bräuchten wirklich mehr ohne Fans. Die reißen hier wirklich was weg. Ich guck mal ganz kurz. Aber die haben doch... Okay, du nicht. Er auch nicht. Sie hat Handwerk 2. Handwerk 1. Handwerk 2. Depresso. Weg. Also eigentlich haben wir ja zweier Handwerke hier. Ich glaube, ich müsste tatsächlich... Ich glaube, ich muss tatsächlich... Aber die fressen mir halt die Haare vom Kopf, ne? Die fressen mir die Haare vom Kopf. So, Milchbaum schläft, das ist gut. Wird immer leerer hier. Ist ein bisschen deprimierend. Hier war so viel los.
So. Die gehen euch pennen, ne? Jo. Hört sich original an. Hört sich sehr original an. Hier kommt noch ein Ding rein. Wir haben 9 Betten und nur 7 Pals hier. Wir sind also gut aufgestellt. Ich würde gerne noch die zweite Oase machen. Dazu würde ich sagen, wir reißen erstmal das Dach hier doch ab. Es hilft ja nichts. Ärgerlich. Achso, ich wollte gerade was in die Kiste schmeißen. Lager brauchen wir auch noch, wie gesagt. Mit allen möglichen Baumaterialien. Vielleicht kann ich da oben Lager hinmachen. Ich weiß nicht genau. Ursprünglich wollte ich ja da, aber da kommen jetzt die Dinger hin. Ist doch ein bisschen, sehr wenig Platz hier, ne? Ist viel zu eng einfach alles. Hier habe ich noch offen gelassen, falls wir noch ein Fließband kriegen. So, Steine kriegen wir auf jeden Fall, das ist gut. 114, sehr gut. Jo, das klappt schon mal. Okay. So. Okay, das ist super. Die beiden Pinguine machen vor allen Dingen, glaube ich, Forst. Wir selber brauchen auch noch ein Bett hier drin. Ich weiß, wo das hinkommt. Wenn wir eine Dreierhöhe bauen, dann kommt das da hinten hin. Da so. Aber wenn wir eine Dreierhöhe bauen müssen, dann weiß ich nicht genau, ob wir da oben immer noch safe sind. Das müssen wir herausfinden. Oder wir können vielleicht da oben ja auch eine Steinwand rumbauen oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie es das kostet. Müssen wir mal gucken. Boah, Alter, aber Dreierhöhe. Bringt doch wieder seine eigenen Probleme mit sich, oder? Ach nee. Das ist falsch. Da hoch? Ja. Okay. Wir gucken mal, wie das aussieht, ja? Wir müssen nicht unbedingt jetzt machen, aber wir gucken mal, wie das aussieht. Achso, und da oben habe ich überlegt, mache ich so ein bisschen den Raum dann hin oder so. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, wie. Warte. So, und theoretisch kann ich da oben dann auch noch eine Decke reinzimmern oder so. Mal gucken. Ich, ja. So. Okay, das wird schon sehr krass. Das wird schon, puh. Okay, also angenommen, ich gehe jetzt hier hoch, ja, und dann würde ich sagen, hier einmal kurz. Was? Achso, ja, guten Morgen. So. Einmal so. Dann natürlich noch, warte, so. Hopp. Hier kommt die Treppe drauf. Da oben kommt halt sonst keiner mehr hin, ne? Das ist jetzt dann nur unsere Location. Von den Features kommt dann niemand, hallo? Okay, warte. Dann mache ich nochmal Steindach da drüben. Vielleicht geht's dann. Ja, dann geht's. So. Dann... Hier müsste eine Wand hin. Ah ja. Ich hoffe, wir können jetzt zubauen.
Ich hoffe, das geht. Nein, es geht nicht. Egal, wir machen das für später. Huch. Wir machen das für später. Wir denken einfach dran, dass wir das später bauen können. So. So, ja, das ist richtig. Dann mache ich hier mal auf. So, und dann hier. Warte. Ich baue das trotzdem so. Erstmal. Warte, gib mir eine Sekunde. Ist erstmal nur so ein Entwurf, ne? Also ist jetzt alles nicht in Stein gemeißelt. Also, ach, ihr wisst schon. Und dann ist hier so quasi der Aufseher. Ja, ihr versteht? Ich muss nur hier irgendwie zukriegen. Okay, also angenommen, hier sollte jemand angreifen, werden die meisten, glaube ich, hier runterfliegen, oder? Hoffe ich. Wir gucken mal. So. Okay, sehr gut. Aber sieht da noch was aus, oder? Ich meine, das sieht schon official aus da oben. Das sieht schon sehr offiziell. Das sieht wirklich aus wie eine Burg im MMO oder so. Ich wünschte, wir könnten da noch Licht hinmachen. Können wir? Elektrolicht kommt ja. Wir haben noch Deckenlampen irgendwo, oder? Die ich nicht freigeschaltet habe, weil ich dachte, die sind ungemütlich, aber hier ist ja egal. Ich meine. Ist wichtig, dass unsere süßen Kleinen auch Licht kriegen. Drei Elektrodüsen. Drüsen. Drei Elektrodrüsen. Okay. Die kriegen wir hin. Ah, sie geht auch endlich mal rein. Hervorragend. Den Wald müssen wir noch umdrehen. Nee, ich nehme keine Fackeln. Ich kann Fackeln nicht von der Decke hängen lassen. Ich mach mal hier, warte mal. Warte. Kurz was gucken. Na los, nein, da oben, nein, da oben, nein, da oben. Kannst du nicht einmal, kannst du nicht... Erzeugt Strom, okay. Der Stromfunk kommt nicht mehr zur Arbeit wegen Decke. Dann setze ich den Strompfosten um. Den Rest lasse ich aber. Der Strompfosten kommt woanders hin, wir finden schon Place. Hallo Leute! Na? Okay, warte. Warte, hier. Der Griff muss immer rechts sein. So. Dann hier. Und dann hier kommen noch Wände. So, warte, warte. Oh. Nicht genügend Material. Ich wünschte, wir hätten mehr Platz außenrum, dann würde ich so Geheimwände bauen. Also, ne, so Doppelwände, wo man quasi, also wie hier, dass man in den Wänden rumlaufen kann und dann vielleicht so von den Wänden aus ab und zu mal hier durch ein Fenster nach innen gucken kann. Einfach so zum Überwachen. Erzeugt Strom. Naja, sieht doch gut aus. Strom ist da. Okay. Wir gucken später mal. So, da eine Lampe und da eine Lampe und dann in der Mitte eine Lampe. Das war der Plan.
Ich düse mal ganz kurz nochmal schnell ins Hauptlager. Was mit ohne Fans? Hat gegrillte Beeren. Achso. Ich dachte, liegt schon wieder flach. Das macht ihr auch mal ganz gerne. So. Okay, sind die Beeren fertig? Ach da. Nee, die sind immer noch nicht fertig. Na also. Und hier räumt jetzt, glaube ich, keiner mehr weg, ne? Ich glaube, hier räumt keiner mehr weg, weil die beiden Pinguine weg sind. Es geht zu Ende mit der Base. Es geht zu Ende. Was soll ich sagen? Das hier kommt dann noch rüber. Ich würde gerne wissen, wenn man das Ding weg, wenn man das Ding wegballert, wird auch alles andere mit abgerissen. Also die Glocke, der Brunnen. Ist dann alles andere auch weg? Weil letztes Mal, ich erinnere mich, also das Fortpflanzungsding, das wurde ja automatisch mit abgerissen. Das ist nicht stehen geblieben. Warum auch immer. Das Despawn habe ich ausgeschaltet, aber... So, okay. Rein da. Wird auch immer mehr hier, ne? Statt weniger. Oh, 128 Beeren nur. Na dann, nehmen wir noch mal ein paar. Rein da. So, leider müssen wir das Haus auch noch komplett leer looten. Pelzspezifische Gebäude werden abgerissen. Also, die Glocke zum Beispiel. Und sowas hier ist ja eigentlich auch pelzspezifisch, glaube ich. Weiß nicht genau. Ah, naja. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Die Werkbänke hier brauchen wir halt nicht mehr. Bin ehrlich, die kann weg. Reparaturbank brauchen wir drüber noch, ne? Das Reparaturding brauchen wir noch. 0 von 15. Oh. Muss Stuff wegbringen. Warte. Okay. Warte. Ich bring's schon mal rüber. So. 80-20-Prinzip. Wir haben 80% in 20% der Arbeit geschafft und jetzt kommen die restlichen 20%, die dauern 80% der Arbeit. Das Pareto-Prinzip greift mal wieder. Hervorragend. So. Okay. Der Busch ist sehr süß. Wir wollten noch ein zweites Bad bauen. Wo waren das? Ne, nicht Zuchtfarm. Palladium und Stein. Stein? Ernsthaft? Stein läuft. Hä? Achso, ich gerade verbraten. Kann ich mal kurz. So. Palladium brauchen wir noch. Palladium. Ich hole mal kurz Palladium. Eine ganze Ladung. So. Ich muss gleich schlafen. Shit, ich muss jetzt schlafen. Wir müssen beim nächsten Mal weitermachen. Ich wollte das heute unbedingt noch fertig kriegen, aber. Shit. Ein Dinosom. Und die Nummer. Ein Buschi. Hä? Was ist denn ein Buschi? Hä? Okay, bubub. Natürlich. Okay, ich sag nichts. Warum schmeißen die mal hier rein? Ich versteh's nicht. Immer da. So, hier. So, der Buschi. War der Buschi nicht der Pokermoderator, mit dem ich früher mal Let's Play Poker moderiert habe? 422. So.
Genau, Frank Buschmann, ne? Ich glaube ja. Ja, genau. Mit dem habe ich doch Let's Play Poker moderiert. Uff, lange her. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Buschi? Da. Drei Holz, zwei Schleppen, zwei Feuer. Wow. Okay, der ist aber. Das war schon sinnvoll. Cool. Oh Gott, ich bin schon ein bisschen durch gerade. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Frank Buschmann, Moderator Legende. Jetzt ist jetzt Sportmoderator bei RTL. Okay, krass. Okay. Wir brauchen. Dit. So. Und Sky für Bundesliga. Cool. Freut mich, dass das bei ihm läuft. Ich mochte ihn immer gerne. Haben uns mal sehr gut verstanden. Ich muss ganz kurz mal gucken, wie weit das ungefähr. Okay. Ich hoffe, so ist richtig. Aber müsste eigentlich hinhauen. So, dann haben wir ein zweites Bad. Die werden also nicht mehr erschöpft sein. Ich glaube, das wird besser laufen als unsere Hauptbase vorher. Hoffe ich. Danke fürs F drücken. Dankeschön. Hervorragend. So läuft's doch. GL 77, GL 71, GL 81. Okay. So. Ding. So. Ein Träumchen. Prima. Ja, geil. Das sieht doch schon mal super aus. Okay, hervorragend. Ach, guck mal, der erste ist schon verschwunden da drin. Eine Sache noch. Eine ganz kleine Sache. Das mache ich noch vorher. Oh Gott, ich hasse mich selbst. Darf nicht in alte Gewohnheiten verfallen. Das will ich unbedingt noch, bevor ich es vergesse. Warte. Gib mir noch mal ganz kurz eben eine Minute. Ich habe keine. Kann ich die einfach lernen? Oder fehlt mir da wieder was anderes? Dann spare ich mir das Rüberschleppen. Deckenlampe. Okay, ja, vergiss es. Okay. Ach ja, das Lernen konnte ich ja so, aber zum Bauen muss ich. Ja. Warte mal, das Bauen kostet zu viel? Shit. Dann brauche ich. Okay, da kommt doch dran. Dann brauche ich ja richtig viele. Ich vergesse immer, dass ich jetzt bauen kann. Ich denke immer, das Rezept da unten ist was lernen. Ist dumm. Ich habe mir das am Anfang so angewöhnt, aber. Ja, ist manchmal noch so drin. Und ich bin gerade ein bisschen durch. Warte. Deckenlampe lernen. So. Dann lass uns mal ganz kurz eben Beleuchtung. Decken. Hab ich vergessen. Die sind ganz schön teuer. Drei Elektrodrüsen? Eine Fräse. Warte. Drei Elektrodrüsen. So. Die müssten ja hier drin sein. Nee. Hier. Nee, falsch. Nein, Mann, jetzt mach die hier. Ja. 1, 2, 3. Muss ich alles mal irgendwie rüberziehen. Wollte gerade sagen, warum steht eine Depresse rum? Aber das ist ja Funk. Irgendwann ist ja alles weg, aber die beiden stehen immer noch hier. Oh nein, ich habe Eis genommen. Ich habe das Blaue genommen, nicht Gelb. Das kommt auch, wenn man sich beeilt. Flüchtigkeitsfehler. Warte. Ich bin einfach so dumm. Hier war das so. So, und dann,
1, 2, 3. So. Elektrodrüse. Nicht? Dies eine Mal hat es funktioniert. So. Ich brauche nur drei, weil ich nur eine Lampe bauen kann. Ich habe leider nicht genug Metallbarne. Ich kann nur eine. Ich habe nicht genug Metallbarne. Aber wieso steht die hier oben auf dem Essen? Die ist hungrig und steht auf dem Essen. Wie so eine Statue. Naja, da habe ich kein Mitleid. So. Ah. Ah, sehr gut. Cool. Dankeschön. Wer war's? Alle. Die kommen da alle hin? Obwohl wir... Was? Okay. Rar, rar, rar. Ja, Andi, komm. Hau dir rein. Hau dir einfach in die feiste Wampe. Okay. Das heißt, wir müssen morgen, wir müssen morgen das, Futterding bauen. Das, die andere Base. Quasi die dritte Base, dann die Finally. Die müssen wir dann morgen bauen, damit die alte Base, sterben kann. Ja, 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 ja. Und ich hätte gerne hier irgendwie Balken, die heruntergehen. Aber naja. Die werden wir wohl nicht kriegen. Ist egal, sieht trotzdem ganz gut aus. Kann man trotzdem machen. Wir können im Mittelraum theoretisch vergrößern. Ich weiß nicht genau, ob das besser aussehen würde. Also hier. Hier. Ja. Okay. Okay, okay. Der Rest kommt später. Wir müssen die Decke einhör ziehen. Wir müssen da oben noch dicht machen. Ich weiß gar nicht, was da hinkommt. Wir müssen noch ein paar Werkbänke bauen. Das, Pell-Ding müssen wir hier bauen. Ja, ein bisschen was haben wir zu tun. Und ich weiß immer noch nicht genau, ob die Pells überhaupt hier hinkommen. Weiß ich immer noch nicht genau. Ja, Truhen müssen wir noch bauen. Vielleicht stört auch die Truhe hier. Ich weiß nicht genau. Ich weiß immer noch nicht genau, ob die überhaupt an die Fließbänder gehen. Aber das wäre natürlich unser Hauptaugenmerk. Die müssen unbedingt, die müssen es unbedingt schaffen, dass hier nur gearbeitet wird. Das wäre wichtig. So, ja, gute Idee. Das mache ich nochmal schnell. Wo ist er denn? So sieht's gerade aus. Noch ein bisschen wild. Da hinten müssen wir noch einen hoch. Oh, hey. Na, Bruder. Aber cool, schmiegt sich hier genau rein, ne? Wenn da ein Dach drauf ist, wird das aussehen wie ein riesiger Betonklumpen. Schön. Und von hier, ja, theoretisch wird es hier irgendwie reingehen oder so, bla, aber... Wer braucht das schon? Hier ist es komplett abgeschlossen mit der Wand. Da kommt also auch keiner durch. Schon geil, unser Ferien-Freizeitparadies für Pels. Hier ist ein bisschen, hier steht ein bisschen drüber. Aber hier können wir so eine Statue wieder hinbauen, machen. Oder auch, keine Ahnung. Eine Kanzel können wir da oben wieder hinbauen, ne? Kanzel wäre ganz gut. Müssen wir mal gucken. Aber ansonsten schmiegt sich sehr perfekt rein. Geil. Ja, mal schauen. Ja, einen müssen wir noch höher. Und jemand meinte gerade, wir können ein Holzhaus draufbauen. Würde theoretisch auch gehen, aber theoretisch kann man hier oben ja angegriffen werden. Hier gucken wir nochmal. Die einzige Sorge, die ich habe, ist natürlich, dass wir hier die Wand nicht zukriegen. Da so. Und dass theoretisch da Feinde bis zur Wand können. Da alle... Oh, da kriegen wir vielleicht auch nicht zu. Müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal schauen.
Ja, wir gucken uns das mal an. Wir gucken mal, wie wir da zum Rumbauen, wie wir da tricksen und so. Und was wir hier mitmachen. Hier kommt, glaube ich, ich hätte gerne einen Safter hier hin mit einem Geheimraum irgendwo. Das wäre irgendwie schön. Oh, ich weiß vielleicht. Wir könnten. Hier oben ist ja der Wächter. Also der Aufseher. Dann geht hier nochmal eine Tür hin. Und wir könnten theoretisch hier dann. Ah ne, können wir nicht. Da kommen wir nicht zwei Treppen runter. Aber wir können einen nach links. Also einen nach hinten nochmal. Hier nach hinten raus und dann zwei Treppen runter, wenn das geht. Das wird ein bisschen gequetscht, aber wenn wir das hinkriegen, hätten wir einen Geheimraum zum Entsafter. Wo schwere Fälle geregelt werden. Das wäre sehr schön. So, ihr Lieben. Auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Hier fehlen noch fähige Mitarbeiter. Das auf jeden Fall. Die Base ist noch zu leer. Da fehlt noch ein zweiter Kamin. Die Base ist noch zu leer. Hier wird noch zu wenig gearbeitet. Das prangere ich an. Und vor allem, die gehen immer sofort bei den Steinen und beim Holz arbeiten. Was bei dem Game fehlt, ist ein Prio-System. Das ist absolut wichtig, dass man sagt, okay, das hier hat Priorität. Oder muss nicht mal Priorität 1, 2, 3 haben, sondern einfach nur, das hat gerade Priorität. Ich brauche gerade dringend Schwarzpulver, Prio da drauf und alle gehen da erstmal arbeiten. Ja, das fehlt hier unbedingt und das muss noch in der Early Access kommen. Ich hoffe, das kommt noch. Bis dahin ist es noch schwierig, aber wir sind ja gerade Version 0.1. Ja. Und vielleicht, wenn die Holz haben, dass sie das vielleicht zu der nächsten Kiste bringen, was vielleicht sehr effektiv ist, aber dann bringt es auch zu der Kiste, wo Holz drin ist. Oder zu einer der Kisten, wo Holz drin ist. Das wär auch nochmal ganz praktisch. Dann wäre es auch schön sortiert irgendwie, keine Ahnung. Ja, so. Auf YouTube vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig, wenn wir hier die ganze Zeit zwischen den Bases rumwechseln und alles hier, ne, und so verteilen, bla. Aber wenn wir effektiv sein wollen mit unseren Bases, ja, dann müssen wir es umbauen. Die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja. So ist es eben. Tja, was will man machen? So. Es gibt ein Prio-System. Nein, es gibt kein Prio-System. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao mit V. Grüß mein Zukunftsgrong. Tschüss.